So, und da bin ich auch schon wieder zurück bei Tales of Wayne Ravin. Ich spiele direkt weiter, weil ich mich das Spiel so gut. Getting to know Spot. Wir lernen jetzt Spot kennen. Unser neues Pferd, auf dem wir trainieren. Oh, er ist wunderschön. Guten Morgen. Bist du über die gestrigen Springstunden hinweggekommen? Nein. Ich sehe, dass du Spot kennengelernt hast. Wie fühlt es sich da oben an? Er ist etwas größer als Milo. Aber das ist nicht, worüber du dir Sorgen machen würdest. Spot ist wirklich ein Pferd mit sehr gutem Benehmen. So. Wir werden heute noch nicht springen. Es ist besser, wenn du Spot erstmal, ja, Flatwork, also normale Arbeit ohne Sprünge halt, ihn darüber erstmal kennenlernen. Ich habe ein paar Schritt- und Trabübungen für dich gemacht. Damit fangen wir an. Okay, wenn du Spot bittest, vorwärts zu gehen oder sich oder zu wenden, wirst du bemerken, dass er ein bisschen mehr reactive reagiert. Er schneller oder was? Als Milo. Okay, wir gucken mal. Spot, mein Schatz. Walk. Ah, er geht zügiger auf jeden Fall. Na gut, er ist auch jünger, ne? Hat auch einen ganz anderen Gang. Raumgreifender auch. Ah, schönes Tier. Er ist wunderschön. So. Na cool. So, Mist. So. Fühlt sich das anders an? Magst du ihn bis jetzt? Ja. Ich möchte, dass du seinen Kanter ausprobierst. Er hat einen schönen weichen, schön weiche Gänge. Oh, und außerdem ist Spot im Galopp leichter zu kontrollieren als Milo. Okay, er kann die Länge der Galoppsprünge besser anpassen und schneller. Alles klar. Wo ist der Anfang? Da. Short-Canter. Ah ja. Wow. Alter. Oh, das ist gewöhnungsbedürftig. Du bist
fucking schnell. Tut mir leid. Aber er ist fucking schnell. Da, wie soll das denn gehen? Diese Runde war ein bisschen schwieriger als normalerweise. Hm? Nein. Okay, das ist richtig. Hier in den grünen Hof heißt, sind wir. Ach so, wir sollen unsere Zeit nicht verschwenden. Ey, mach ich nicht. Deine Familie bezahlt dich nicht dafür, dass du dich hier ausruhst? Ich weiß nicht. Okay, ich lerne auch schnell dadurch. Ich bin sicher, dass du viel, viel talentierter bist, als du denkst. Hör auf, über deine Familie nachzudenken. Du solltest dich jetzt auf Spot konzentrieren. Ja. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, ist Bot ein aktiveres Pferd als Milo. Was eine gute Sache ist. Wir wollen unsere Pferde lieber self-going, also dass sie selbstständig laufen, als faul. Okay, ja, mit einem so aktiven Pferd wie Spot musst du auch wissen, wann du eine Pause einlegen solltest. Okay. Also indem ich beide Zügel ziehe. Im gleichen Moment, für einen kurzen Moment, kann ich ein Pferd stoppen. Das üben wir jetzt. Start and Trot. Wie denn? Ach so! Ach so, ah, ja. Short Canter. Ah ja. Jetzt aus dem schnellsten Galopp, den ich reiten kann. Wuff. So. Ach so. Das habe ich schon gemacht. Während das da noch stand. So. Sag mal, ich drücke immer die falsche Taste, oh Mann. Tut mir leid, nochmal. So. Wenn du aus einer solch hohen Geschwindigkeit dein Pferd plötzlich stoppst, dann rutscht es ein bisschen über den Boden. Ja, in der Reitarena ist Reithalle, hier ist das sicher. Da kann man das ruhig machen. Also nicht so oft natürlich, aber die haben da guten Boden, gutes Material für den Boden. Irgendwo anders könnte es gefährlich sein. Aber es wird eine Weile dauern, bis ich die Reitarena verlassen lasse. So. Wir sollten jetzt unser Training jetzt beenden für heute. Du hast mit Spot einen guten Job gemacht.
Okay, ich kann jetzt auch frei reiten. Aber sei vorsichtig, okay? Du musst die Sache mit ihm langsam angehen. Okay. Cavalettis und Steilsprünge, ne? Cool. So, Entschuldigung, ich muss immer viel trinken. Zeit, ein Springtraining weiterzuführen. Trab. Ich zeige dir jetzt ein paar verschiedene Arten von Sprüngen. Wie ich schon eine Million Mal gesagt habe, hat Milo keine Angst vor irgendwelchen Hindernissen. Aber manche Pferde könnten Angst haben. Sie müssen dann extra, ja, angefeuert, angetrieben werden. Aber Milo nicht. Er sieht alles, okay. Und das ist ein Grund dafür, warum er ein so gutes Anfängerpferd ist. Okay, der erste Hindernistyp, über den ich heute springe, ist ein Cavaletti. Du kennst sie bereits. Wir sind beim letzten Mal über Cavalettis gesprungen. Cavaletti ist ein sehr kleiner Sprung. So klein, dass es normalerweise nur ein One Pole, eine Stange, oder ist es das? Okay, das erste Cavaletti sollen wir in. Oh, ich drücke die ganze Zeit. Oh, ich wollte lesen. Im Trab auf jeden Fall. Ne, das geht. Dort peilt er nämlich an. Short Canter. Gut. Du siehst Next Runs All in Trot, okay. Nochmal eine Übung mit Cavalettis. Hoch, das war zu langsam. Mist. Gar nicht so einfach, selbst mit den Cavalettis nicht. Wenn es nur Cavalettis sind. Komm, Spot. Milo. Entschuldige. So. Du brauchst mehr Übung. Okay, ich weiß, das war nicht so gut.
Frag mich, wie ich. Das ist hier. Eine Taste? Nee, ne? Nee. Naja, das finden wir mal dann mal beim freien Reiten raus, wie wir First-Person-View machen. Da hinten ist der Anfang. Also falsche Seite. So, walk. Oh, die Kurve kriege ich immer nicht hier. Na komm, Milo. Mist, zu langsam. Doch mal. Das kannst du aber besser. Ich weiß schon. Try it again. Ich muss das nächste Mal vorsichtiger sein. Ja. Das stimmt. Okay, jetzt haben wir es aber. Try it again? Nein. Good job, okay. Cavaletti sind gut, um Kurven zwischen Sprüngen zu üben. Jetzt probieren wir einen Steilsprung aus. Das sind die meisten, die häufigsten Arten von Sprüngen. Vier Stangen. Okay, smaller. Zwei oder drei Stangen. Das größte kann sogar vier haben. Ja. Wenn man eine Stange runterschmeißt, über die höchste, dann zählt das als Fehler, logisch. Aber es zählt nur die oberste Stange. Probieren wir ein paar kleine Steilsprünge aus. Arbeitsgalopp. Na, das können wir. Ich bin stolz auf dich. Du hast dieses Mal viel ruhiger ausgesehen. Planks, Jumps. Achso, das sind dann welche mit solchen Planken, mit Holz.
andere Hindernisse nochmal. Die sind leichter als die runden Stangen. Also muss man vorsichtiger reiten. Genau. Aber es zählen die üblichen Regeln, dass die oberste Stange zählt als Fehler, wenn die runterfällt. Na, die Dinger sind das. Ist da richtig Kurve? Da haben doch bestimmt auch manche Pferde Angst vor. Okay, wir sollten jetzt lieber beenden, unser Training. Slow down to walk. Na komm, Milo. Ich habe über Dinge, über Sachen, über manches nachgedacht. Es wäre besser, du würdest dein nächstes Springtraining mit Spot reiten. Du solltest verschiedene Arten von Pferden kennenlernen. Je früher, desto besser. Spot ist ein bisschen heißblütig, wenn er springt. Aber immer noch sicher. Ich werde dir beibringen, wie du ihn wieder runterbringen kannst, wenn es nötig ist. Okay, bis zum nächsten Mal sollten wir dann kleine Sprünge und Cavalettis mit Milo üben. Okay. Hot-Blooded Jumping. Cool zu sehen, dass du wieder Spot reitest. Wir werden heute so viel Spaß haben. Deine erste wirkliche Springstunde. Spot ist ein talentiertes Springpferd. Es macht ihm wirklich Spaß und er ist aufgeregt, wenn er springen kann. Pferde wie Spot nennt man heißblütige Pferde. Okay, diese Art von Pferden steuern ein Hindernis schon an, wenn sie nur eins sehen. Spot ist davon aber in einer etwas milderen Variante, okay. Er ist ein bisschen heißblütig, aber immer noch leicht zu kontrollieren. Take a bit of short canter around the arena. Ja, wir gehen. Short canter. Also, um wirklich guter Reiter zu werden, ist der erste Schritt lernen, wie ich Spot reite. Die meisten wirklich erfolgreichen Springpferde sind heißblütig. Gerade wenn die Sprünge höher werden. Die können dann auch schneller, kleinere Kurven gehen und sowas. Blablabla, alles Mögliche. Okay. Ruhige Pferde dagegen brauchen nach Wendung länger, um wieder schneller zu werden. Okay. Aber auch heißblütige Pferde haben natürlich ihre Schwierigkeiten. Also ihre die sind Challenges, ja, sind. Ah, mir fällt gerade das Wort nicht ein, ihr wisst, was ich meine. Sind nicht unbedingt die entspanntesten Ritte auf ihnen. Spicy Horse will react. Okay. Let's get to business. Okay. Small Oxer.
Ich soll jetzt Spot einfach sein Ding machen lassen. Okay. Ich bin gespannt. Itta. Hat das nicht Spaß gemacht? Ups. Lass uns ein paar mehr ausprobieren. Ich soll es einfach genauso machen wie bei den vorigen. Wie schnell er direkt wird, wow. Warum Gate? Warum? Habe ich gar nicht gesehen. Ach so, Arbeitsgalopp, ja. Muss ihn runterholen wieder. Ja, ich sehe, was sie meinen. Sobald er ein Hindernis sieht, rennt er drauf zu. Ich sehe schon. So. So, ruhig, Spot. So, super. Wir sehen ein bisschen out of control aus, okay. It's okay fürs Erste, okay, cool. Jetzt werden wir lernen, wie wir ihn unter Kontrolle behalten können. Half halt hin, okay. Kenne ich nicht genau. Ach so. Das bringt, das ist ein Mittel, das das Pferd nicht unbedingt langsamer macht, aber es konzentriert sich trotzdem weiterhin auf mich. Das ist wichtig. Das muss ich, glaube ich, im... Hä? Okay. So. Okay, das gleiche nochmal beim nächsten Mal machen, bei der nächsten Runde. Ich
Scheiße, das war nix. Komm. Spot-Hü. Mist. Das ist schon cool. Nein. Gut. Ja, das war frustrierend. A really real spicy beast. Oh mein Gott. Eines Tages wirst du mir danken, okay? Er kann auch Angst vor manchen Sprungtypen haben. Using legs while jumping. Different horses have different fears. Oh, unterschiedliche Pferde haben unterschiedliche Ängste. Okay, ein Hindernis, das Bot nervös macht. Mit Kisten, ach doch hier. Hm? Ja, aber ich habe beide. Erst drücken. Gedrückt halten. Gedrückt halten. Okay, aber er ist trotzdem nicht. Try it again. Ja, machen wir. Gedrückt halten. Dann traut er sich übers Hindernis. Da muss ich nur noch recht gut abspringen. So, geschafft. Guter Junge. Nice Job. Okay, neuer Sprungparcours. Ich soll Spot wieder sein Ding machen lassen, oder sind Kisten? Vor Pflanzen hat er keine Angst, oder? Nein. Boah, cool. Ach Mist, da ist ja doch noch was, wo wir hin müssen. Ich dachte, wir hätten schon geschafft. Stimmt, noch eine Kiste, noch ein Kisten. Hindernis, Mann. Bist aber auch schnell, mein Junge. Jump Lesson complete. Das war's. Die Lessons haben wir alle geschafft. Wir springen mal mit Spot. Scheiße, ich habe nicht geguckt, wie hoch er springen kann. 1,20 Meter, ne, glaube ich. Das ist Ding. Wie jetzt gemacht? Hilfe! Ich versuche gerade in Kamera. Dingsmodus. Ach, jetzt habe ich hier. Ach so, guck mal, Fotomodus. Wie gehe ich denn da wieder raus? Hallo?
Hui. Aber wie gehe ich denn da jetzt wieder raus? Alter, cool. Okay. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich wieder in den normalen Modus zurückkomme. Wie ich stoppe. Ich will stoppen, aber wie denn das? Weiß ich leider nicht. Okay, kleinen Moment, ich pausiere kurz die Aufnahme. Okay, meine Lieben, ich habe gerade festgestellt, weiß nicht, was ich tue, dass ich jetzt wieder in dieser Ansicht bin. Also auf jeden Fall scheint hier gerade ein bisschen buggy zu sein. Ich weiß nicht, was ich jetzt getan habe, gar nichts, aber es gibt in der Demo keine Ego-Perspektive. Gut, eigentlich wollte ich jetzt noch ein Parcours reiten, aber das lassen wir jetzt, da das jetzt wieder so ist. Guck mal, wie ich aussehe. Aber das Spiel ist schon mega, schon jetzt, sieht so gut aus. Dann reiten wir beim nächsten Mal nochmal ein Parcours mit Sport, gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen an. Dann war es das aber auch schon bald mit dem Letztest. Weil so viel haben wir hier dann gar nicht mehr zu tun. Tatsächlich gut. Nochmals Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Letztest Spaß gemacht, die Folge. Es geht ja noch ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir so ein paar Parcours hier ausprobieren. Parcours, Parcours. Parcours, so, nein. Gut, auf jeden Fall bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.